Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die... Mathilde. So ist es. Ich habe ein paar Atemtränke geholt. Dann können wir Schatzsucher spielen. Und die packe ich dir mal in die Truhe. Ja. Aber ich nehme nur 3 Stück mit, weil die scheinen echt ein bisschen schwer zu sein. Okay, aber müssen wir mal gucken. Ich habe jetzt auch irgendwie Lust hier, das hier ein bisschen zu bebauen. Ja? Können wir auch machen? Weil wir können das hier ein bisschen hinten hinziehen, vielleicht noch mal einen Brunnen, dass wir was zu süppeln haben und... Okay, dann würde ich aber fast noch mal zurück teleportieren. Dann nimm mal ein bisschen Fell mit und so. Nimm ich ein bisschen Fell mit und so, weil ich glaube, hier so Ressourcen sammeln geht bei uns in der Wüste leichter. Ich weiß nicht, also Holz habe ich, sehe ich ja, aber ich weiß nicht, Eisen sehe ich hier, aber... Ja, kannst ja mal zurück teleportieren. Leder, oh Gott, wie viele Kristalle haben wir hier? Ja, Kristalle wird ja nicht schlecht. Also ich finde auch die... Ach, Steine haben wir hier auch 1000 schon. Ich habe auch schon letztes Mal welche mitgebracht, ja. Wieso? Ist doch nicht schlimm. Ja, dann gehe ich nochmal Steine ein bisschen abbauen. Oh, mach das. So, die Giftpfeile lasse ich mal hier. Ach so, wenn du willst, kannst du auch ein Lagerfeuer bauen. Ja, dann mache ich das jetzt mal. Weil ich habe hier noch schmackhaftes Fleisch. Jetzt ja, verdirbt das nur wieder. Doch. Haben wir schon irgendwo einen Platz, wo... Also, da, wo Platz ist, bau einfach hin. Ah, ja, ah falsch, was brauche ich da? Ah, nee, ah, zurück. Was meinst du gerade? Ich hab dich... Mach hier aber das große Lagerfeuer. Also ich brauche Äste und Steine. Das heißt, ich brauche Äste. Also gehe ich Holz hacken. Das klingt nach einem Plan. Mhm. Ach, hier sind die Totenpanther. Jetzt brauche ich. So, Äste habe ich genug. Steine kann ich auch gleich mal kaputt hauen, wenn ich schon mal hier bin. Dann baue ich ein Lagerfeuer. Ein großes. Ja, das wollte ich jetzt da zum Treppen auch hochgehen machen. Da. Ein bisschen schräg. Ja, genau. Da sind die Treppen beheizt. Beheizte Treppen, finde ich gut. Und ein Sklavenrad können wir hier bauen, finde ich. Das ist, fand ich ja, von dir eine super Idee. Aber hier ein kleines reicht hier, denke ich. Ja, ein kleines reicht. Jetzt muss ich mich auch ein bisschen entleeren hier. Atemtrank noch mal in der Truhe. Eine kleine Dschungelbasis.
mache ich hier noch die Steinfundamente ein bisschen weiter. Nicht genügend Platz. Ja, du kannst ja die eine Truhe da rausholen. Ach so, ja, klar, mache ich auch gleich. Hier wird die Ecke beleuchtet, ist auch schön. Oh, ich verdurste richtig. Dann trink doch etwas. Ja, mach ich doch schon. Bin doch schon dabei. War das sehr gut. Mit einem verdursteten Heinrich kann ich nicht allzu viel anfangen. So. Ich gehe erstmal auf hier Steine suche. Kann man das hier abbauen? Nein. Wir befrieden das Gebiet. Ich finde es schade, dass man hier auch diese Steine von diesen Gebäuden nicht kaputt bauen kann. So wiederverwerten. Na gut, hier gibt es Eisenstein. Das brauche ich aber nicht. Ich brauche das normale Gestein. Da hinten könnte was sein. Ja, ich glaube, dann nehme ich doch nochmal zurück. Ja. Oh, endlich ein bisschen Stein. Die sind hier ein bisschen dunkler, die Steine. Platz ist derzeit besetzt. Ja, da steht ein Rittersporn. Danke, Rittersporn. So. Was muss ich denn nicht mitnehmen? Was brauchen wir denn für einen Brunnen? Oder ist schon. Ich kann auch wieder so einen Militele-Brunnen machen. Ja, wenn du kannst, dann mach. Kann ich bestimmt machen, wenn ich zu Hause bin. Okay. So, dann zoome ich mal nach. Zoom, zoom. Also Bäume haben wir hier überhaupt kein Problem. Hier rum. Du, da. Das ist echt eine sehr praktische Sache mit diesen Teleportern. Ja, das finde ich auch. Oh, das ist ja schön, wenn es das in echt gäbe. Oh, so zur Arbeit beamen, nie wieder pendeln. Oh, das wäre super. Zum Einkaufen, ab dann zum Real oder wo man hin will. Weil ich glaube, da würde die Menschheit noch fetter werden. Hm. Hat man dich schon mal irgendwann darüber philosophiert, über dieses Beam? Ich weiß es nicht. Ich mag halt Beam. Ich weiß auch nicht, ob das in Conan oder in Seven Days war, aber ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen. Naja, ich denke, das war bestimmt hier, weil Seven Days. Ah, vielleicht bei Seven Days, weil wir da nicht beamen können. Hm. Das kann sein. Wenn ich mal überlege, wie früh ich aufstehe, ich stehe ja immer so eine Zeit X auf, damit ich halt erstmal wach werde. Und dann brauche ich ja eine Stunde bis zur Arbeit. Dann hätte ich eine Stunde mehr Zeit in meinem Leben. Nein, gar nicht. Zwei, weil ich muss ja wieder zu Hause. Ach, wäre das schön. Falls ein schlauer Wissenschaftler zuguckt, erfinde das Beam, verdammt. Ich kann mir vorstellen, dass es da schon dran gearbeitet wird. Oh, hier sind Büsche, falsche Pflaumen. Nee, Alraune. Achso, die haben wir schon einige von. Ich habe gerade Pflaumen gelesen.
Irgendwie habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl, dass das doch nochmal so eine richtig kleine Minibasis wird. So richtig kleine Minibasis? Wieso? Weil zumindest so hier so Schmied oder sowas wäre vielleicht auch fast ganz sinnvoll da zu haben, wenn man da noch was reparieren will. Oder ach, jetzt übertreibst du aber. Man kann doch schnell zurückbeamen, hast du doch gesagt. Ja, aber da haben wir ja schon einen anderen Rüstungsmacher zum Beispiel. Ja, ich habe auch, glaube ich, nicht die Lust, einmal quer über die Karte zu laufen, um den nach Hause zu bringen. Das sowieso nicht. Nee, also ein Rad der Schmerzen, also ein kleines, sollten wir da schon aufstellen. Ja, so ein bisschen Sklaverei muss sein. Oh, du hast ja Fundamente aufgebaut. Si, si, claro. Ah, das ist natürlich nicht doof. Ich weiß. Vielleicht nehmen wir nochmal die Kerze aus der Ecke raus. Oder lass es erstmal. So, ich wollte noch mal gucken, was ich für eine Statue der Erfrischung brauche. Das heißt, ich muss erstmal wieder aufs Dach gehen. Aber nicht runterfallen. Nein, nein. Ich brauche 20 Ziegel und 5 schwelende Essenzen. Und dann muss ich ja wieder segnen gehen. Also eigentlich könnte man hier oben, hier ist oben alles flach, hier könnte man auch noch bauen. Ja, das bietet sich alles so richtig an hier, ne? Ja, ich weiß. Eine richtig kleine Mini-Basis. Ich muss ein paar Leute töten für schwelende Essenzen. Achso, jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. So. Oder ich guck noch mal für normal. Kann ich noch nicht. Oh, ich baue jetzt die nächste Truhe. Mach mal. Willst du hier auf dem Fundament noch was bauen oder soll ich die Truhe ruhig auf das Fundament bauen? Kannst du ja erstmal machen, die können wir ja. So, ich lerne jetzt doch einmal. Was lernst du? Brunnen? Jo. Ich habe keine Lust jetzt hier schwelende Essenzen zu besorgen. Ach, den kann man wahrscheinlich wieder irgendwo anders bauen. So, herrlich gestellt. Werkbank eines Handwerkers. Was sagst du? Ich höre dich nicht. Achso, ich hab vergessen drauf zu drücken. Oh, da brauche ich ja richtig viel Teer. Holla die Waldfee. Ziegel auch. Oh Gott, 225 Teer. Holla die Waldfee. Meine Fresse. Dann musst du da mal wieder. Fell haben wir ja genug. Hm. Ah, hier ist noch so ein Baby. Ah, oh, wir haben aber so viel von euch. Oh, Rittersporn, du stehst im Weg. Komm mal raus aus der Tür da. Das Stein mal Mangel sein könnte, ist ja echt der Hammer. Hm. Warum sind Samen in der Zimmermonster? Weil du sie ja hingetan hast. Die gehören aber in die Samenkiste. Ist die Kiste beschrieben? Ja. Dann hast du sie ja wahrscheinlich nicht reingepackt. So, warte mal, was habe ich schon? Ziegel und Eisenverstärker.
Gesundheit. Oh. Entschuldigung. Da kam einfach so ein kleiner Nieser. Eisenbarren, Zwirn und Holz. Ich habe gerade nur geguckt, was wir für ein einfaches Rad der Schmerzen so noch brauchen. So, der Brunnen wird hergestellt. Rittersporn nehme ich mal ein bisschen was von seiner Suppe, dass der noch ein bisschen mehr tragen kann. Ja, die Suppe ist leichter als die Steine, ne? Oder das andere Zeug, was man so trägt. So, dann sammle ich nämlich nochmal so Steine, dass Rittersporn voll ist mit den Steinen und ich voll und dann komme ich wieder. Haben wir mal wieder eine Baufolge. Haben wir auch schon ewig nicht mehr gehabt. Jetzt wird es aber richtig dunkel, aber das Gute ist, hier unten ist Wasser, das ist schon mal gut. Apropos, es ist dunkel, ich mach mal Licht an. Nicht für mich, sondern für euch. Genau. Weil so richtig dunkel wird es ja eigentlich kaum. Boah. Es ist schon netter mit Licht. Ja, also ich meine, in echt wäre es hier viel dunkler, wenn hier kein... Also, in echt wird es ja richtig dunkel, wenn du irgendwo in der Wildnis bist. Dschungel, Nacht, absolut. Ja. Im Dschungel, Nacht, wenn es auch noch regnet. Man keinen klaren Himmel hat, dann ist echt arschdüster. Boah, ich bin ja schon echt häufig auf der Suche und finde jetzt erst so ein bisschen, aber es ist 600, das ist normalerweise bei uns eine Ecke, da wäre ich schon voll. Ja, ja. Ach, Kack, Spuckwaran. Ja. Ich glaube, ich gehe gleich zurück und verbaue erstmal das, was ich habe. Mir ist viel zu einstrengend die Suche. So, 500 Steine müssten auch noch in der Truhe sein, es sei denn, du hast verbaut. Müsste ich gleich mal gucken. Da streckt sich jemand. Ich bin's nicht. Nee, aber für den Fall, dass man auf der Aufnahme was hört. Aber, nee, nur strecken. Nachts pfeift immer der Wind so und ich denke, oh, gleich kommt ein Sandsturm. Ja, ja, gleich kommt ein Sandsturm und kommt keiner. Es ist einfach nur, dass der Wind so ein bisschen pfeift. Hm. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ich habe den Aufgang nicht, ich sehe nicht mehr den Aufgang.
Ah, doch, hier. Ja, man muss sich irgendwie erst an die neue Umgebung gewöhnen. Ja, das geht schon. Ich meine, wir haben ja quasi einen richtigen Pfad zu uns nach oben. Mhm. Man könnte ja auch wieder Fackeln aufsteigen. Kannst du gerne machen. Dann komme ich mal wieder rüber und ich bringe knapp 2500 Steine und einen Brunnen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich richtig nach Hause gehe, aber hier sind Steine. Ich glaube, die Etage, die ich oben baue, die mache ich nicht voll, die lasse ich so halb. Oder ich mache die nur so ein bisschen und dann so links, rechts, dass man den Kartenraum von oben noch betrachten kann. So, ich bin wieder da. Ich habe mich doch in der Dunkelheit etwas verlaufen. Ja, ich muss schon den Weg wieder nach oben finden. Aber wenn man so einmal um die Basis läuft, da findet man auch genug Steine. Wieder runter. Die voll große Mini-Basis, weil der Kartenraum drin ist. Ja. Aber oh, jetzt habe ich den Weg wieder. Ah, hier gibt es doch noch drumherum. Gut Stein, aber ich glaube, unsere alte Basis hatte einfach mehr. Na gut, dafür haben wir nicht direkt Bäume an der Basis. Nicht mehr. Ja.
Den Brunnen, soll ich den drin hinstellen? Ja, oder? Ist tot. Ja, kannst du gerne drin aufstellen. Bitte schön, einen Brunnen. Ah, oh, es gibt Wasser. Muss ich aber erst noch füllen. Ach ja, lieber Heinrich. Hier an der Seite sind jetzt ganz tolle Treppen. Du hast Treppen gebaut? Ja. Wo, wo, wo? Hier. Warte mal, ich bin noch im Slow Motion unterwegs. Du hast hier Treppen gebaut. Oh. Schick, schick. Aber sind die auch beheizt? Nein, die sind nicht beheizt. Schade. Ich mag nur beheizte Treppen gerne. So, ich habe hier noch ganz viele Steine. Ach Mist, ich wollte ja Zwirn machen. Oder habe ich Zwirn abgelegt? Hm. Du hast 10 Zwirn abgelegt. Hm. Ey! Genau deswegen. Für eine Haustür. Ja, ich glaube, hier braucht man ganz schnell ein Dach. Und aufs Dach kommt dann das Rad der Schmerzen und Bogenschützen. Ja, das ist eine gute Idee, die gefällt mir. Ja, wir brauchen nur... Ach ja, dann müssen wir mal beide zurückspringen, um unsere Leute zu holen. Unsere ja, so ein paar. Profi-Knippler. So, möchtest du denn eine Lücke im Dach, dass man von oben auf den Kartenraum zuschauen kann? Nee, oder? Ich mach den zu, weil wenn du hast recht, wir können das Sklavenrad oben bauen. Ja, genau. Oder auf diesen Hügel, der grüne da. Der ist ja noch unbebaut. Aber wir können ihn erstmal hier eine Etage draufsetzen und dann da das Sklavenrad draufpacken. Vielleicht kriegen wir es auch ein bisschen seitlich, dann kann man das halt... Ich weiß nicht, wie groß das Sklavenrad war. Das kleine war, glaube ich, nicht so groß. Hey! Ich mach auch schon Platten. Du hast ja auch Platten. Habe ich so viel Platten in Auftrag gegeben, die brauche ich gar nicht. Dann höre ich mal mit meinen auf. Wieso, hast du noch welche? Hab jetzt aufgehört. Fuck. Zwei habe ich noch. Einen habe ich verbaut. Das heißt, du brauchst noch 4, ne? Zwei brauchst du nur noch, okay. Habe ich. Ja, aber wollen wir das Dach nicht zumachen? Ach so, doch zumachen. Ja, ist die Frage. Ah. Weil die Frage ist, wo wollen wir das Sklavenrad aufstellen? Ich finde immer so ein schöner Anblick von oben hier. Ja, es ist ja kein Ding. Ich meine, wir können ja hier dann auch noch Basen sozusagen hinstellen. Ja. Oder... Wir ja. könnten das natürlich auch hier dann einfach so zumachen. Meinst du das Sklavenrad? Mhm. Genau, und hier seitlich. Wir einfach nochmal so Treppen schräg hoch. Ja, ich habe eine Idee. Ich auch. Du, ich mach ein paar Verbindungsstücke. Ich mache ein paar Treppen. Hä? Wo ist das denn hergekommen? Sieht das habe ich verbaut. Das kannst du kaputt machen. Das braucht kein Mensch. Das sieht doch nicht aus.
Was ich nur glaube, ist wieder, oder was sein könnte, dass wir es nicht zusammengebaut kriegen, weil... zu breit. Ne, passt. Warte mal, es gibt doch auch coole Ecktreppen. Ich glaube nicht so, wie ich so will. Nee, schade. Schade, dass Papa Kone nicht pinkeln kann. Will ich versuchen, diesen Vulkan auszupinkeln. Von hier oben. Ich spiele Feuerwehr. Naja, gut, nicht dein Humor. Kannst ja mal gucken, was du fürs Rad der Schmerzen so brauchst. Rad der Freude. Rad der Freude. Hier ist der Kartenraum. Eisenbahren und Zwirn. Eisenbahren müssten eigentlich in irgendeiner der Truhen sein. 75 brauche ich aber. Ich glaube, so viele haben wir nicht dabei. Zwei haben wir. Oh, doch, so viel. Aber wir haben 178 Eisensteine. Ja, dann bau mal eine Schmiede, würde ich sagen. Ne? Also Schmelzofen. Der braucht nur 540 Steine. Und dann bestimmt noch Holz, ne? Nee. War das nur Steine? Ja. Schmelzi-Ofen, wo bist du? Einfach ein Ofen. Kannst du oben auch bei Super eingeben. Sodass. Aha, Ofen. Wird gebaut. Hm. Ich nehme mal die. Packe ich da in die Ecke. Mach ich die Kerze weg. Du hast was abgerissen. Hm. Oh, passt da nicht hin, ist ja doof. Kann ich die Treppe beheizen? Nö. Oh doch, ich könnte die hier beheizen. Die ganzen Steine in meine Fresse. Wie schnell die sich verbauen. Ach ja, man braucht ja auch Holz zum Anzündeln. Ach, hier sind ja noch unsere Betten. Hm. Aber wie ging das Aufteilen wieder? Hochschalttaste, ne? Aufschalten. So, 91 kriegen wir raus. Das sollte reichen. Ach ja, unsere Betten müssten wir dann auch mal verschieben. Können wir machen. Das gehört Mathilde. Packe ich mal jetzt hier erstmal hier oben hin. Habe ich auch.
Wie war das? Wir machen nur ein kleines Gebäude für den Gartenbau. Ja. Es ist ja noch, wir sind, ja, das ist so. So, dann Rittersporn. Ach ja, wo ist mein Zwirn? Warte hier mal kurz, Rittersporn. Dann gehe ich nämlich wieder zu. Hast du schon eine Tür gebaut? Hm. Ach, da ist mein Zwirn. In der Truhe, danke. Dann würde ich doch mal zurückgehen. Und schon mal einen Bogenschützen holen. Jo, noch das ein ist bisschen Stein mitbringen. Was hältst du davon? Hervorragende Idee. Ich weiß, das ist ja auch meine. Wo hast du denn hier den Ofen gestellt? Das sieht doch. Ja, du musst die Treppe beheizen. Für beheizbare Treppen. Ja, ich hätte den Ofen dann zum Beispiel hier in die Ecke. Ja, dann kann man später noch umstellen. Tüdelü. Was liegt hier so eine dreckige Katze hier? Ja, die hast du da umgebracht und nicht weggeräumt. Ich entsorge sie mal. Da räumen die mal weg. Und da tritt Katze. Willst du mit den Zuschauern kommunizieren, Katze? Jetzt hast du die Gelegenheit. Willst du denen irgendwas sagen? Also. Kein Wunder. Kaum ist sie auf dem Schoß, ist sie still. Ja. So, jetzt habe ich unser Haus erstmal katzendicht gemacht. Für einen katzenfreien Haushalt. Also wilde Katzen. Wilde Katzen. Willkommen bei Conan Exiles. Sie haben Katze. Toll, wie kriege ich den Chat wieder weg? Eskappe. Einmal auf OK bestätigen sozusagen. Habe ich schon gemacht. Oh. Ich weiß es nicht. Ich lasse das Fenster jetzt offen hier. Verdammte Axt. Was machst du auch da, Katze, mit? Das ist... Ach. So, hier haben wir einen Sklavenfänger. Das Busenwunder. Hm. Das Busenwunder könnte eventuell wachen, oder? Kann ich schießen? Bogenschießen? Ja, wir haben noch ein paar Leute, die einfach dumm rumstehen. Die können wir halt nehmen. Präzision 20. Also ja, ich glaube, ich kann ganz gut schießen. Dann mache ich dir eine Rüstung und... Oder vielleicht haben wir noch Rüstungsteile da. Ja, oder so, ja. Der hat noch Stein. Kleidung, was haben wir? Mittelschwere Klamotten. Wird hier erstmal mittelschwer angezogen. Du wolltest hier die ganze grüne Ebene noch mit Fundamenten beballern, ja? Dann baue ich nochmal Fundamente. Fundamente, Fundamente. Fundamente. So, Busenwunder, du wirst neu eingekleidet. Ich mach dir einen schönen Bogen. Wobei, das Busenwunder wird dann nochmal abrekrutiert für den Puff. Oder für das Freudenhaus, wenn wir das bauen. Oder muss man da Personal überhaupt reinstecken? Das ist ja Personal mit dabei. Höchstens dann halt so ein Dings, wie heißt es gleich? Priester, wenn du sowas hast. Im Freudenhaus. So, das,
die Nahkampfwaffe nehme ich dir mal weg und folgst mir jetzt mal. Siehst du auch nicht mehr so anzüglich aus, jetzt bist du nämlich angezogen. Ach ja, da die grobe Tunika und so, die kann ich weg. Braucht ja kein Mensch. Kannst gleich demontieren. Weil ja, den Zeug, das aus Fasern gemacht ist. Okay, stimmt auch. Das kannst du gleich wegschmeißen. Aber ich mach dir einen schönen hirkanischen Bogen, Tussi. Da freut sich die Tussi doch. Und dann muss ich das die Seile wieder bewegen. Oder ich mach einfach neue Seile. Den Stein. So, du bist jetzt eine Bogenschütze. Und ich wollte mit dir noch Steine sammeln gehen. Genau. Soll ich noch Eisen oder so mitbringen? Zum Reparieren vielleicht, ja. Denke aber dann auch an Leder. Dann gehe ich erstmal Steine sammeln. Ich glaube, hier kriege ich da nichts mehr ran. Der Busenwunder da. Komm mit Busenwunder, wir gehen Steine zu. Bin ich immer noch überfüllt? Nö. So, dann eben so. Jetzt haben wir hier noch eine schöne begradigte Ebene. Sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Deswegen wollte ich das auch so machen.